Ja, mein Puls ist an und für sich gut. Ich bin beruhigt, ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben eine routinierte Mannschaft und von dort her glaube ich, dass es wieder einen guten Anlass gibt. Ja, gemütliche Runde zuerst mal am Tisch. Interessante Leute, die man trifft, die alle irgendwo den Fußball im Herz tragen. Wie jedes Jahr haben wir den Nacht des Ostschweizer Fußballs die Awards, die wir verleihen. Spielerinnen und Spieler, aber auch die Ehrenamtlichen. Und ich denke, dieses Jahr wird es ganz etwas Besonderes werden. Mein persönliches Highlight ist, dass die gewählt werden, die es verdient haben. Es war ein wunderschöner Abend für einen guten Zweck und sehr Spass gemacht. Jedes Wochenende Match, wir haben nicht mehr viel Zeit für anders. Und so ist es schon schön, dass man so ein bisschen, ja, auch ein Dankeschön bekommt. Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Ich habe noch nicht so viele Auszeichnungen bis jetzt gewonnen. Wie man gehört, gerade in der Ostschweiz sechs Publikum. Grandios, das ist so. Wir haben jetzt sicher schon das sechste Mal den Preis präsentieren dürfen. Und jetzt die letzten drei Mal haben wir Pech, dass wir den Hauptgewinner nicht da hatten. Und damals haben wir es offiziell übergeben. Das Highlight ist natürlich, mit der Frau wieder mal einen lässigen Abend zu verbringen. Es war ganz ein toller Abend, super Stimmung. Der Blick und der Marc Sue waren mega. Das Highlight ist immer, wenn man einen Scheck von 100'000 Franken übergeben kann. Das ist eigentlich das Highlight, wegen dem machen wir es auch. Und wann gehen wir heute Abend zufrieden heim? Also zufrieden tot sicher, wenn, das ist weniger sicher, das kann ich im Moment noch nicht sagen. In drei Orten verwenden wäre es fantastisch. Tolles Publikum, tolle Show-Act. Frisch, bezaubernd und unterhaltsam. Professionell organisiert. Mit vielen Emotionen und einfach einen sensationellen Anlass.